Cool. Ich bin ready. Stell mir all deine Fragen. Cool. Ja, dann erstmal, hallo Simon, schön, dass es klappt, dass du diesem Interview zugestimmt hast. Ich würde sagen, wir machen eine ganz kurze Vorstellungsrunde. Um mich soll es heute nicht so sehr gehen, das hatten wir eben vorab schon besprochen. Ich würde jetzt einfach nur noch mal in den Raum werfen. Ich bin Matthias Hamann, bin Ingenieur für Medientechnik mit einem Background in der Werbung, habe eine eigene Firma im Digital Space, AR/VR-Anwendung, Strategie. Und ja, heute habe ich hier zu Gast den Simon und wir wollen heute ein bisschen übers Metaverse sprechen. Simon, sag doch ein paar Worte zu dir. Ja, klar, sehr gern. Mein Name ist Simon Graf. Ich bin Gründer und Geschäftsführer der Metaverse-Beratung oder falsche neues Wort, der strategischen Metaverse-Beratungsagentur 4Real. Und wir erklären Menschen und Unternehmen, wie sie Metaverse-Technologien nutzen können für sich, um ihre Marke dorthin gehen zu transformieren, also Metaverse strategisch sich aufzustellen, Anknüpfungspunkte schaffen, Produkte und Services zu transformieren. Und das Ganze tue ich auch mit einem Background, der nicht mal eben, wir haben im Vorgespräch schon ein bisschen drüber geredet, nicht Marketing, ich habe drei Artikel darüber gelesen, Background kommt, sondern ich beschäftige mich seit 2014 mit immersiven Medien und Technologien, dann bin mal gestartet als Creative Technologist und habe dann über die Jahre Menschen und Unternehmen erklärt, wie sie VR, AR, MR, wie auch immer, alles nutzen können, um ja, Value für sich zu schaffen. Darüber hinaus vielleicht noch zur Next Reality, wenn das spannend ist oder nicht, kann ich auch noch sagen, ich bin Vorsitzender eines gemeinnützigen Verbandes, der auch über die Potenziale von immersiven Medien und Technologien aufklärt. Das Ganze nennt sich Next Reality Hamburg und wir machen viele Events, unterschiedliche Content-Formate, den höchst dotierten deutschen Branchenpreis und eine Fachkonferenz haben wir jetzt auch noch im Portfolio. Also ja, Freizeit ist scheinbar nicht so mein Ding. Ich mache gerne viele Dinge mit dem, in Anführungszeichen, Metaverse und den da zugrunde liegenden Technologien zu tun haben. Ja, vielen Dank. Das klingt nach Gerne. viel um die Ohren. Ja, Aber selbstgewähltes Leid, ne, hatten wir auch schon das Thema. dann lass uns direkt reingehen. Das Thema Metaverse, ich hatte das auch vorher schon mal in einem unserer Gespräche gesagt. Ich beschäftige mich damit ein Stück weit zwangsläufig im Zuge meiner Tätigkeit und auch Beratungstätigkeit, steckt aber nicht so tief drin. Deswegen habe ich dich auch heute hier. Ich habe ein paar Fragen zusammengestellt und ja, also was wir vielleicht am Anfang nochmal klären könnten oder was du erklären könntest, ist nochmal die Idee dahinter. Also was ist das Metaverse? Wie ist der Begriff entstanden? Vielleicht ganz kurz und kompakt. Aber ich glaube, das wird dem einen oder anderen Leser und oder Zuhörer dann auch helfen. Ja, ganz einfach, ganz schnell. Das ist auch Standardprogramm meiner Vorträge. ganz simpel, das Wort Metaverse kommt aus dem Roman Snow Crash von 1992, also schon ein gutes Weilchen her. Da sah das Internet auch noch ein bisschen anders aus, als wir es heute kennen und beschreibt im weiteren Sinne eine dreidimensionale, virtuelle, persistente Welt, in der Menschen leben, arbeiten und alle anderen wunderschönen Dinge tun, die Menschen nun mal im Leben so tun. Also auch als durchaus in diesem Roman dargestellt dystopische Fluchtwelt vor der nicht ganz so schön Realität. Und aktuell würde ich sagen, beschreibt das Metaverse eher eben eine Vision, die natürlich von keinem der Akteure so negativ dargestellt wird. Ne? Also natürlich gibt es unterschiedliche Strömungen, aber um es ganz simpel abzukürzen, für mich ist das Metaverse, dass es in der Form natürlich noch nicht gibt, einfach eine ja, die nächste Generation des Internets wird ja auch gerne in den Ring geworfen, ein dreidimensionaler Weblayer. Punkt aus, fertig. Also, den wir über unterschiedliche Devices adressieren können, ob jetzt Virtual Reality Brillen, bekommende Mixed Reality Devices und natürlich auch über klassische Bildschirme wie Notebooks und Desktop-Computer und Smartphones, Tablets. Also, das ist auch eine philosophische Frage, aber das ist mein Ansatz und so erkläre ich das Menschen. Also ein neuer Interaktionslayer im Internet. Ja, cool, vielen Dank. Ja, gern. Genau, die nächste Frage wird wahrscheinlich auch eine in deinem Standardfragenkatalog sein, Das streichen wir beziehungsweise dann. Antwortenkatalog. Das Thema Medienbranche, Hype, also worauf ich hinaus will, ist, ich halte das Thema im Moment für ein bisschen gehypt. Bedeutet aus meiner Sicht nicht, dass das nicht
zukunftsrelevant ist. Im ganzen Gegenteil, glaube ich. Aber ich halte es jetzt gerade den Begriff Metaverse sehr gehypt und einige der relevanten Begriffe, die dann in dem Zusammenhang da mitschwingen, wie NFTs, Blockchain, Web3 und so weiter, für sehr gehypt. Und es wird ja auch oft so getan, als ob das Metaverse schon da ist, ne? Also ich weiß manchmal nicht, ob man damit einfach den potenziellen Kunden ein bisschen Angst machen will, so nach dem Motto, hey, jetzt sieh aber zu, dass du ins Metaverse kommst mit deiner Brand, weil ansonsten Das ist meine hast du Masche. den Anschluss, ne? Genau. Ja, vielleicht kannst du dazu mal sagen, wie du das erlebst. Also Ja, grundsätzlich kann ich dir natürlich nur zustimmen. Es ist natürlich so, und das habe selbst ich in meinen jetzt noch nicht mal, sagen wir mal, in meiner noch nicht mal eindekadigen Teilnahme in der beruflichen Medienwelt schon diverse Male erlebt, dass es natürlich regelmäßig Hype-Themen gibt, die damals Virtual Reality 2015, 16 natürlich auch Peak Interest. Jeder wollte irgendwas mit virtueller Realität machen, tun, wie substanzvoll das Ganze war, naja, mal dahingestellt. Und eben das Ganze auch nochmal mit Blockchain erlebt und jetzt NFTs und Metaverse. Es ist ja immer das gleiche Muster, ne? Großes Interesse, viel Tamtam, viel substanzloser Müll, um es auch mal so auszudrücken, wie es ist. Und ich denke, den Gartner-Hype-Cycle gibt es nicht ohne Grund. Ne? Das ist das typische Ding: Interesse, Mega-Hype, überhöhte Erwartungen, Absturz, Konsolidierung des Marktes. Das werden wir hier natürlich auch erleben. Und ich hatte es ja eingangs erwähnt, aktuell beschreibt es eher eine Vision. Wenn wir das Wort Metaverse nehmen und mal genauer gucken, haben wir natürlich Schlüsseltechnologien und Trends, die da zugrunde liegen, wo wir schon viele, viele Elemente, sagen wir, antizipieren können, wie sich das Web auch gerade im Hinblick auf die Nutzungsgewohnheiten junger Menschen ja verändern wird. Nehmen wir Plattformen wie Fortnite, Roblox und Co. Das sind jetzt nicht, manche beschreiben es als Proto-Metaversen. Oh Gott, nee, ich will mit diesen germanifizierten Wörtern gar nicht anfangen. Metaverse, also ich finde Metaversum ist eines der schlimmsten Wörter überhaupt. Interaktion im dreidimensionalen Raum, Austausch mit Menschen über Voice und getippte Chatgeschichten, eigene Ökonomien, Content Creation. Das gibt einen ganz guten Einblick in das, was uns erwarten könnte, sollten Metaverse-Plattformen Mainstream werden. Aber ich bin da ganz bei dir. Das gibt es aktuell so noch nicht. Aber man muss natürlich auch sagen, um mich da auch selbst ein bisschen in Schutz zu nehmen und meine eigene, ne, ihr solltet es nicht verpassen. Es tut nämlich gerade für Unternehmen, die, sagen wir, Asset-heavy unterwegs sind, also bestimmte Assets haben, die sich einfach und gut transformieren lassen, schon nicht wesentlich, auch jetzt schon damit zu befassen, eine, sagen wir, Spatial Strategy zu entwickeln. Wie interagieren und positionieren wir uns designtechnisch, produkt- und servicetechnisch, aber auch contentseitig langfristig dort? Weil diese Plattformen werden nicht verschwinden. Wir reden über Plattformen, die haben viele, viele Millionen Nutzer. Roblox 50 Millionen daily, ich glaube Fortnite 70, nagel mich nicht drauf fest. Und darum geht es halt primär um perspektivisches Handeln. Und ich denke, da kann man jetzt schon Weichen stellen. Ja? Aber ja klar, FOMO spielt eine wichtige Rolle, Fear of Missing Out. Ja? Wenn ich jetzt nicht dabei bin, dann ist es so, als wenn ich das Internet verschlafe. Es ist vielleicht noch ein bisschen früh, das zu sagen. Aber ich denke, es ist schon wichtig, sich damit jetzt zu befassen. Ja, spannend, dass du das sagst. Also Spatial Strategy. Ich schreibe gerade in den Anfängen einen Blogartikel über 3D-Datenstrategie, so habe ich es genannt. Und habe auch gerade gestern in einer Kundenpräsentation dazu auch was gesagt. Ist interessant. Halte ich auch gerade für wichtig, sich als große Firma da Gedanken zu machen. Und es gibt ja, also abseits des reinen Metaverse-Gedanken, gibt es ja jetzt schon sehr reale Verwendungs- oder Verwertungsmöglichkeiten von 3D-Content an verschiedenen Touchpoints. Ne? AR, VR ist so der prominenteste, aber da gibt es auch noch eine ganze Menge anderer Sachen, die man machen kann. Und da eine gute Pipeline zu haben für 3D-Daten, das halte ich auch für sehr wichtig. Wobei man da auch merkt, da wird man auch mal ein bisschen schräg angeguckt, wenn man so klassische Marketer um sich rum hat. Weil da kommt dann so das große Fragezeichen, so, okay, was will er jetzt von uns? Ne? Aber naja, okay, aber das ist spannend, vielen Dank. Und jetzt ganz kurz tatsächlich, so in 5 bis 7 Jahren, ein Metaverse seiner Meinung nach oder viele verschiedene?
Viele verschiedene, weil zu viele unterschiedliche Stakeholder mit jeweils eigener Agenda unterwegs sind. Und wenn wir nur in der westlichen Welt gucken, haben wir da eben schon große Akteure wie Microsoft, Meta natürlich, Snapchat, die das Ganze natürlich nicht Metaverse nennen, weil sie VR doof finden, Niantic mit dem Real World Metaverse. Also es gibt so viele unterschiedliche Ansätze, dass es gar nicht ausbleibt, dass es ein fragmentierter Markt bleiben wird. Und damit inkludieren wir noch nicht mal, was in Ostasien, speziell China passiert. Alibaba, Tencent, Baidu, die auch alle eigene, in Anführungszeichen, Metaverse-Lösungen haben. Also das wird auch noch auf, ich denke mal, ein paar Dekaden ein sehr fragmentierter Markt sein. Spannend. Ich bin ja AR-Enthusiast und glaube aber trotzdem, dass das Metaverse in einer Ausbaustufe in 5 bis 7 Jahren oder wenn es mehrere sind, davon gehe ich auch aus, dass die überwiegend VR-basiert sein werden. Was nicht bedeutet, dass wir in verschiedenen Anwendungen auch zunehmend AR-Overlays bekommen, die sich aus Geodatenbanken speisen und so weiter und so fort. Aber ich gehe von VR aus. Was meinst du dazu? Ich glaube, ein großer Trugschluss, gerade wenn man sich mit Menschen darüber unterhält, also diese Trennung zwischen VR und AR macht natürlich zum jetzigen Zeitpunkt maximal Sinn. Perspektivisch gucken wir uns die Welt dahinter mal an, Spatial Computing, Designparadigmen, die natürlich auch geprägt sind von den Endgeräten, mit denen wir dann mit diesen virtuellen Inhalten interagieren. Aber das macht trennungstechnisch Sinn. Aber ich glaube, das ist einer der größten Trugschlüsse, dass es halt perspektivisch dort eine Trennung geben wird. Das Virtual Reality oder das Virtuality Continuum von Milgram und Kishino ist auch von 1994, wenn ich mich nicht irre, zeigt es auch schon ganz gut. Es ist eine graduelle Abstufung und wir werden perspektivisch, dessen bin ich fest überzeugt, Devices haben, die je nach Nutzen, den wir gerade uns wünschen, digitale Inhalte verstärkt oder minimiert einblenden können. So, wir reden über Spatial Computing im Kern. Und ob das dann am Ende VR, AR ist, wird vermutlich perspektivisch eher über den Use Case definiert als über eine harte Trennung der Technologien. Davon, beispielsweise, ich navigiere mich jetzt als Fußgänger oder ich suche mir eine neue Joggingstrecke, als wenn ich joggen gehen würde, ne? Aber mal rein hypothetisch gesprochen. Die wird mir dann in meinen Smart Glasses angezeigt, ich verlaufe mich nicht, die ist perfekt, am besten noch datenbasiert auf meine Laufgewohnheiten abgestimmt. Cool, dann komme ich irgendwie nach Hause, gehe duschen und danach habe ich aber Lust, irgendwas zu zocken. Setze ich mir das gleiche Device auf und starte eine VR-Anwendung. Das ist technologisch möglich. Das beginnt ja jetzt bereits mit der Meta Quest 2, mit den noch sagen wir Mixed-Reality-Experimenten und auch die Gerüchte um das, was Apple vorhat, gehen ja auch alle in diese Richtung. Und da spielen dann natürlich auch die Faktoren rein. Warum du hast gerade gesagt, schnell beantworten, oder? Anyways. Ja, alles gut. Ich finde das spannend. Ich habe das so noch gar nicht betrachtet, tatsächlich. Ja. Also bei Apple geht es natürlich auch darum, ein Apple wird nicht ein reines, sie werden jetzt natürlich eine VR-Brille rausbringen, weil es produktionstechnisch hardware-seitig sehr viel einfacher ist, als eben durchlässige Optiken zu erstellen. Aber der Use Case, den Apple definiert, wird auch in Richtung Navigation gehen. Die Vermessung, ne, das hast du ja gerade auch schon so ein bisschen angeteasert, der digitale Zwilling der Welt, da arbeiten eben auch Google, Niantic, Google und Niantic, naja, eine Suppe am Ende, als auch Apple dran, als auch Microsoft. Also das wird eine räumliche Erfassung, ein digitaler Zwilling, digitale Zwillinge werden allgemeiner Standard. Und auf Basis dieser Daten, dieser Dreidimensionalität, werden wir einfach unterschiedlichste Use Cases und Touchpoints haben, die wir bedienen. Und ob das am Ende VR oder AR ist, wahrscheinlich wird so eine Terminologie für die Endkonsumentinnen in 30, 40 Jahren, aber in 10 Jahren gar nicht geben. So, das ist, glaube ich, eine Momentaufnahme. Ja, das stimmt, okay. Das da in dem Zusammenhang finde ich es auch immer ganz spannend, habe ich eine Weile verfolgt, zuletzt ein bisschen weniger technische Ansätze für AR, VR-Brillen und da gibt es diese zwei wesentlichen, ne? Und ich glaube, dass das dieses Thema Pass-Through, also wo das Videobild im Endeffekt durchgereicht wird auf eine an sich abgeschirmte Brille, wahrscheinlich der technisch einfacherer Ansatz ist, also zumindest Stand heute, wenn nicht irgendeine bahnbrechende Technologie aus dem Fraunhofer-Institut oder sonst woher mal eben daherkommt. Und insofern, das spricht dafür, dass das dann auch so sein wird. Das sind genau die Ansätze, die ich meinte. Natürlich auch die neue Brille von Meta, ne? Die Cambria heißt das Ding, die wird ja auch radikal jetzt schon
also radikal beworben ist zu viel, aber die Use Cases, die Mark Zuckerberg gezeigt hat, sind ja auch genau die. Also es geht nicht um eine Abschirmung und ein Differential zwischen Virtualität und Realität, sondern um dieses graduelle Spektrum, dass wir eben, das ist das Schöne, wirklich gestalten können, wie wir es möchten. Und selbst die Cases, die man jetzt schon auf der MetaQuest 2 erleben kann, ich kann mir beispielsweise eine Staffelei in den Raum projizieren, also wirklich in mein Wohnzimmer. Ja, das Wohnzimmer sieht aktuell aus wie Arsch auf Eimer, also pardon my French, aber weil die Kameras einfach furchtbar sind. Mhm. Aber es fühlt sich schon trotzdem geil an, dass ich dann vor einer virtuellen Staffelei stehe und mit Ölfarbe malen kann, wo ich mir im echten Leben niemals eine echte Staffelei hinstellen würde. Mhm. Und das zeigt schon eindrücklich, wo die Reise hingeht. Und ob ich dann danach Beat selber mit dem gleichen Device spiele oder nicht, die technologischen Parameter, das Tracking, das räumliche Erfassen, Computer Vision Algorithmen, 3D-Assets, das ist ja immer die gleiche Foundation, über die wir hier reden. Ja, wo wir gerade bei dem technischen Thema sind, vielleicht direkt mal eine Frage eingeschoben. Was meinst du, wenn man sich so eine Konsumentenannahmekurve, also das ist ja immer so eine Gauss-Kurve, ne, so eine User- oder Consumer-Adoption anschaut, die so sehr flach anfängt und da relativ lange auf der Zeitleiste sozusagen braucht, um in den etwas steileren Bereich reinzugehen und dann halt sehr steil nach oben geht und dann aber auch irgendwann wieder runtergeht. Wo meinst du, wo glaubst du, stehen wir, was Headsets angeht? Super early, ne? Also sowohl technologisch, das sage ich auch in meinen Vorträgen immer gerne, wir haben noch nicht den Punkt erreicht und das bin ich gespannt, wie eine etwaige Apple VR-Brille, über die ja seit 6 Jahren geredet wird, da den Markt beeinflussen wird. Die wird natürlich erstmal super teuer, aber Apple, wie gesagt, das ist ein Kollege von mir, Apple darf das und das stimmt auch. Aber ich glaube, der Punkt da, wir sind noch nicht an so einem Punkt, das ist ein Lifestyle-Produkt, ist das auf so einer Coolness-Ebene dieses Haben-Wollen-Gefühl weckt. Über Use-Cases muss man, glaube ich, gar nicht mehr so viel reden. Die MetaQuest 2 verkauft sich schon nicht verkehrt. Ne? Die Gerüchte zwischen 10 und 15 Millionen verkauften Einheiten. Hinzu kommt, den deutschen Markt eben nicht offiziell adressieren zu dürfen, aktuell wegen datenschutzrechtlicher Geschichten und einem laufenden Verfahren vom Europäischen Gerichtshof. Da gibt es eine Userbase, und das finde ich auch mal spannend, wenn mir Leute mir dann erklären wollen, oh ja, nee, was soll man denn damit machen? Die Leute nutzen das wie auch Smartphones für ganz unterschiedliche Dinge. Ne? Also Content Creation, Malen, Sport. Sport ist ein Riesenthema, wurde auch stark in den USA so beworben. Kommunikation natürlich, Videospiele, Erwachsenenunterhaltung, whatever. Ne? Es gibt so mannigfältig viele Sachen. Das ist ja auch in einer breiten Thematik, einem breiten Medium im Idealfall, wenn es dann adaptiert, also wir oder die Menschen es adaptieren. Was ich nicht glaube, was ein Problem aktuell ist, ist eigentlich der Preis. Ne? Also das höre ich auch oft von Leuten, die sich damit wenig auseinandersetzen, die dann sagen so, hier ist immer noch zu teuer. Naja, come on, also eine Quest 2 kostet 350 Euro. Ne? Wir sind ja in einem Price Point von der Nintendo Switch für ein Device, das dich ins Anführungszeichen Metaverse bringt. Ja? Was kostet ein iPhone, ne? Kurz eingeworfen. Genau, ja. So, und diese Verhältnismäßigkeit finde ich dann immer spannend. Ich glaube tatsächlich, ein großer Punkt für die Adaption ist nach wie vor, dass wir gerade im Hinblick auf virtuelle Realität über ein sehr abstraktes Medium reden, wenn Menschen es noch nicht erlebt haben. So, es gibt wenig Diskussionsbedarf am Ende, wenn die Menschen da schon mal drin waren und nicht gerade mit Google Cardboard ihre erste VR-Experience gemacht haben. Ja? Also dann verstehen Menschen das und das ist dann natürlich so eine kumulierte Geschichte zwischen Marketing, Word of Mouth, Product Design. Ja, die müssen leichter werden. Die Auflösung muss auch immer noch ein bisschen besser werden. Aber es gibt jetzt schon sehr, sehr viel zu erleben. Und ich denke, das wird ein Schlüssel sein. Und Meta als Hardware-Treiber, also sie machen einen sehr, sehr guten Job, investieren unglaublich viel. Aber wir dürfen nicht vergessen, der Laden hieß bis vor kurzem noch Facebook. Ja, so, und hat nicht unbedingt den besten Ruf. Wie gesagt, toller Job. Ich bin auch sehr dankbar für die Investments im Forschungsbereich und Hardwarebereich, die Meta dort tut, weil ohne die wäre dieser Markt komplett tot, muss man ganz ehrlich sagen. Mm. Außer natürlich High-End-Enterprise-VR-Brillen. So. Aber ja, ich glaube, das sind die Faktoren, die da reinspielen. Design, Lifestyle haben wollen, einfach eine Marke, die das auch noch mehr anschiebt. Also ansonsten, der Markt wächst, ja. Ja? Und das ist ja nicht so, als wenn es stagnieren oder schrumpfen würde, nur geht das schon noch mehr. Also wenn man diesen Anspruch, den ich gerade auch erwähnte, des Massenmediums oder des breiten Mediums erheben will, dann muss da natürlich noch deutlich mehr passieren.
Ja, was sagst du solchen Pauschalkritikern, wie ich sie ja zuletzt häufiger mal gehört habe? Den Gedanken hatte ich selber auch schon, muss ich zugeben, aber ich finde es einen etwas schrägen Vergleich. Aber diese Frage, ist das nicht im Prinzip ein zweites Second Life und das hat sich nicht durchgesetzt, wer braucht das? Ne? Ja, gut, fangen wir mal da an. Second Life hat aktuell immer noch mehr Monthly Active User als alle gehypten Krypto-Plattformen. Ja? Also so viel dazu zum Ist das wirklich Scheitern. so? Ah, Ja, okay, das ist spannend. wirklich Ja. so. Das schmeiße ich auch immer rein in alle Vorträge. Das ist gescheitert, ist ein relativer Begriff. Natürlich hat Second Life dann ab einem gewissen Punkt nicht mehr an die überhöhte, da sind wir wieder im Hype-Cycle, überhöhte Erwartungshaltung angeknüpft. Ein ganz gravierender Unterschied zum Jahr 2000, also 2003 bis 2008 war ja so die Zeit, wo Second Life ziemlich gut performt hat. Ein riesiger, riesiger Unterschied ist, dass sich die Welt, in der wir computertechnisch heute unterwegs sind, radikal geändert hat. Damals musste man einen grauen Kasten, der manchmal noch im Keller stand, irgendwie anwerfen, um sich einzuloggen mit im schlimmsten Fall noch einem Modem, um dann eben in einer ruckeligen sonst was Grafik durch die Welt zu laufen und dann Leute bei Dingen zu erwischen, die man vielleicht gar nicht sehen will. Was ich sagen will, ist, dass wir heute natürlich in einer ganz anderen Welt leben, im Sinne von permanente Konnektivität, Nutzungsgewohnheiten, Virtualität ist längst ein Standard. Wir sind always on. Ich würde so weit gehen zu sagen, okay, dieses Differential zwischen online, offline, digital und real ist längst viel, viel weiter, als viele Menschen das wahrhaben wollen. Also es ist längst verwobener und vermischter. Hinzu kommt Ease of Use. Ich kann mit meinem Telefon alles Mögliche zocken. Ja, ich kann mich einwählen in sehr viele, in Anführungszeichen wieder, Metaverse-Plattformen. Ich kann Roblox spielen, ich kann mit Freunden connecten. Das waren alles Optionen, die gab es damals nicht. Und das erhöht natürlich, gerade wenn wir auf Skalierbarkeit gucken, und daran ist Second Life dann am Ende ja natürlich auch irgendwann gescheitert, das erhöht die potenzielle Nutzungsbasis für diese Plattformen, die jetzt entstehen. Und das sieht man ja eindrucksvoll. Wie gesagt, in Roblox gibt es auf Desktop-Rechnern, auf Mobile-Geräten und höchstwahrscheinlich irgendwann auch in VR, wie der CEO regelmäßig sagt. So, und 50 Millionen NutzerInnen konstant wachsend, auch natürlich jetzt die letzten Jahre begünstigt durch die Pandemie, sprechen dann eine Sprache für sich. Ne? Deswegen, der Vergleich hinkt da ein bisschen. Und das Interessante finde ich dann aber auch, wenn wir jetzt, ich komme ja ganz stark aus diesem Nutzungsbedürfnisse und Thema, was interessiert Menschen wirklich? Und was dann natürlich super spannend ist, ich habe auch das wunderschöne Buch The Entrepreneur's Guide to Second Life, Making Money in the Metaverse. Das ging so ein bisschen wie ein Meme durch meine Bubble auch durch. Ich habe mir das dann direkt gekauft. Viele dieser Thematiken wiederholen sich jetzt natürlich, aber die Frage ist so viel spannender, warum wiederholen die sich? Also warum gibt es Wertschöpfungsketten? Warum möchten Leute Dinge kaufen? Und die Antwort ist relativ einfach, weil all das, dass ich meinem Avatar Prestigeobjekte, Kleidung, virtuelle Kleidung kaufe, entspringt unseren menschlichen Bedürfnissen. Das sind alles Muster. Ich will Dinge besitzen, ich will mich individualisieren, ich möchte mich abgrenzen, ich möchte meine Individualität darstellen, gerne auch zeigen, dass ich das Bessere bin. All diese Dinge kommen aus dem echten Leben. Das sind menschliche Bedürfnisse, die wir so natürlich noch mal besser ausleben, also virtuell noch mal anders ausleben können. Und wenn wir uns das genau anschauen, sind Instagram, Social Media und Co. auch nicht so viel anders. Ne? Die sind nur zweidimensional. Das Das stimmt. werfe ich dann da gerne mit rein. So, das ist halt, man muss das Thema, glaube ich, ein bisschen stärker durchdringen, holistischer betrachten. Und die Werkzeuge sind besser, die Technik ist besser, Konnektivität und Denken ist was anderes als damals. Und das war halt schon noch nischig früher. So, jetzt habe ich da aber auch Ja. Nee, gut vielen Dank. ausgeholt. Find ich spannend. Du hast jetzt auch mehrmals Roblox Ja. erwähnt. Ist vielleicht eine ganz gute Überleitung. Ich hatte damit auch letztens zu tun, aber mehr aus eigenem Interesse, habe es beruflich gestreift. Und habe mich dem, also hätte vorher nie so viel Zeit drauf verschwendet, oder was heißt verschwendet? Verschwendet ist ein doofes Wort dafür, aber darauf verwendet, das wollte ich sagen, mich da mir das mal anzuschauen. Und ich hab das getan und war echt ganz fasziniert und hatte auch mit einer Freundin darüber gesprochen, wo der Sohn das halt irgendwie sehr, sehr begeistert spielt. Und ja, war echt fasziniert davon, dass diese Spiele eigentlich, also jetzt ist, es gibt ja sehr, es ist ja, es sind ja sehr viele Spiele in einer Welt, so. Und, aber man hat ja die Möglichkeit, Spiele anzulegen und kann sich sehr frei austoben. Und natürlich gibt es viele Anbieter, die das sehr kommerziell betreiben und die dann auch sehr groß sind in ihren Spielen oder groß werden. Aber jeder kann hingehen und sich ein kleines Spiel bauen. Und ich
kann mich selber daran erinnern, dass ich das früher mal bei einem Computerspiel gemacht habe, als ich Jugendlicher war. Und ich fand das so cool, mit diesem Editor so Welten zu bauen. Und kann insofern diese Faszination so ein bisschen verstehen und finde das dann auch ganz gut. Ich habe vorher immer gesagt, so, ach, ja, weiß nicht, ob das so gut ist und so. Ne? Also so Pauschalgeschichten, ne? Gebe ich offen zu. Aber vielleicht mal dein Blick. Also ich habe hier ein paar Sachen stehen. Ich habe die Decentraland Sandbox, Allspace VR, Horizon Worlds, Roblox stehen. Ich glaube, wir können hier nicht alle durchgehen. Das sprengt den Rahmen. Aber vielleicht kannst du noch mal kurz was zu dem Stand dieser Welten sagen und vielleicht auch noch mal zu Roblox und was du daran ganz persönlich auch spannend findest. Tatsächlich genau die Ebene, die du gerade angesprochen hast. Also Roblox hat etwas geschafft über viele Jahre. Das darf man nicht vergessen. Roblox gibt es schon eine Weile, also auch schon über, ich glaube, über eine Dekade oder um eine Dekade. Und war ursprünglich, war es ja auch mal, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, eine reine Game Engine. Und dann haben sie die App und die Experience drum gebaut. Was Roblox geschafft hat, finde ich unglaublich faszinierend. Die sind natürlich wie alle anderen auch klein gestartet. Ist aber jetzt dieses Fenster zu öffnen, du hast es gerade erwähnt, es gibt da nicht mehr, also es gibt Millionen an Spielen und Experiences, davon sind viele Müll, ne? Aber es gibt auch sehr, sehr erfolgreiche, die auch nicht von großen kommerziellen Akteuren wie Nike und Co. gemacht wurden. Nike Land, Sunsilk, Haircare und sowas. Da gibt es aber auch sehr erfolgreiche Cases. Alo Yoga, auch super krass. Mindfulness, Yoga, Meditation. Spannend, aber ist eher für mich dann tatsächlich zu gucken, okay, diese Kreativität, diese Playfulness, wenn ich das immer so denglisch, ja, super. Alles Aber gut, alles gut. das ist genau die Form, die resonierte auch mit mir als Kind. Ne? Also ich habe Ultima Online gemoddet als Kind. Das ist ewig her, also Jugendlicher besser gesagt. Ich habe mit dem RPG Maker gespielt und nie was Geiles gebaut am Ende, aber das war geil. Ne? Also man konnte sich erproben, kreativ sein. Und was bedeutet das denn für Creative Content Generation? Und Roblox ist für mich eins der besten Beispiele am Markt, weil es gibt nicht nur Experiences, sondern es gibt gesamte Klamottenlinien, Kreativität auf allen Ebenen. Also man muss sich das so vorstellen, Roblox ist eigentlich nur ein Gateway in unterschiedliche Videospiele. Da sind dann Klone von Call of Duty, ne? Sowas gibt es da auch in der Roblox-Optik natürlich, aber auch komplett eigene Geschichten wie Adopt Me, ein Tamagotchi, ursprünglich mal als Tamagotchi-Spiel gestartetes Ding, das inzwischen komplette Stadt und eigene Wertschöpfungsketten und Häusermanagement und Autos und alles hat. Ich kann dann Drachen kaufen, auf diesem Drachen reiten und das ist nur ein Spiel. Und die Creator davon, die verdienen bis zu 2 Millionen US-Dollar im Jahr aktuell. Ja? Also das ist auch eine reale Wertschöpfung. Es gibt DesignerInnen rund um die Welt, die wirklich davon leben können, dass sie nur virtuelle Gegenstände dort verkaufen. Also dieses Geseiere, pardon, aber das, was die Decentralized Communities so gerne jetzt nach vorne stellen, ja, Content Creation und Ownership und dies, das passiert dort alles schon. Ja, in einem zentralisierten Silo, aber das sind Blaupausen für das, was diese Plattform erst alle noch belegen können und müssen, belegen können, müssen, wie auch immer, dass sie das überhaupt hinbekommen, dass sie eine solche Community auf die Beine stellen. Und wie gesagt, Roblox hat Daily Active Users 50 Millionen, monatlich knapp 200 Millionen. Das sind sehr, sehr viele Menschen. Und die kommen regelmäßig wieder, die konsumieren dort, die leben dort, die socialisen dort. Das sind sehr viele relevante Aspekte für Community Building. Und daher, ja, es gibt dann KritikerInnen, die sagen, okay, das ist kein Metaverse, das mag stimmen. So. Aber es ist, wie gesagt, eine sehr, sehr gute Blaupause für das, was uns da erwarten könnte, eben auf genau der Ebene, weil es Menschen begeistert, weil es diese Kreativität fördert und darauf auch wirklich Wertschöpfung aufbaut. Und deswegen wollen Marken dahin. Und deswegen sind diese Plattformen, also ist gerade Roblox, Fortnite eben auch, deswegen, weil sie eine Relevanz haben, ohne Menschen, das hatte ich auch in einem Panel neulich gesagt, ohne NutzerInnen, ohne Menschen, die das nutzen, haben Plattformen, und das ist nun mal so, keine Relevanz. Und wenn wir uns jetzt Decentraland und Co. angucken, da passiert nicht viel. Ja? Das sind, es gab einen T3N-Artikel dazu, wie sterbenslangweilig das ist. So, was sich dort tummelt, sind InvestorInnen, die Geld dagelassen haben, die ganze Crypto-Community, und da bin ich
man hört es wahrscheinlich raus, sehr kritisch, ja? Die bisher nicht belegt haben, warum sich jemand für deren Plattform interessieren sollte. Und da gehen mitunter auch große Marken, große Namen rein. Das ist natürlich eine Wette, ein Invest, das sich vielleicht lohnen könnte. Aber zum jetzigen Zeitpunkt gibt es keine, gerade die beiden großen, die Decentraland und The Sandbox, keine Plattform, die diesen Hype rechtfertigt. Also von denen, denen sie medial da bekommen. Und da bin ich gespannt, ob und wie sie das gelöst kriegen. Ich bin jetzt auch nicht die Person, die sagt, ja, es sollte nur diese zentralisierten Lösungen geben, aber das Versprechen ist aktuell halt signifikant größer als der realweltliche Output, ne? Oder virtuelle Output. Ja, das ist interessant. Vielleicht auch eine ganz gute Überleitung zu dem Punkt 5, den ich mir notiert habe. Das heißt, wir würden jetzt einen überspringen, beziehungsweise den dann später nochmal nachholen. Den finde ich persönlich mir auch sehr spannend, aber nämlich eben zu dieser ethisch-moralischen Komponente, Sicherheit, es ist eine Riesendiskussion, Gesundheit. Gerade das Thema Konsum, Spekulation haben wir eben schon ein bisschen gestreift. Bei NFTs, genau, also vielleicht können wir da nochmal kurz drüber sprechen. Ich bin da auch sehr skeptisch, was das Thema angeht. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob es vielleicht auch offen gesagt so eine gewisse Pauschalhaltung ist, weil ich mich damit noch nicht sehr intensiv beschäftigt habe. Ich bin gerade in so einem Alter und in so einer Situation, wo ich irgendwie grundsätzlich so ein bisschen den Konsum in Frage stelle. Ich konsumiere natürlich auch und auch gerne ohne Frage, aber für den Wert des Konsums für die Menschheit, also so wie wir ihn jetzt in der realen Welt haben. Ja. Und dann sieht man eben diese ganzen NFT-Geschichten, die dann, was die Monetarisierung angeht, sehr viel auf Spekulation sozusagen beruhen. Und dann denke ich mir so, naja, haben wir nicht schon genug Spekulation? Im Bereich der Finanzwelt, Lebensmittel ist ja auch ein ganz großer Spekulationsmarkt. Ob das so gut ist. Ne? Und dann höre ich aber natürlich auch deine Seite, die du eben angesprochen hast. Es gibt eben ein menschliches Bedürfnis nach Konsum, davon bin ich überzeugt auch, und auch nach Besitz und nach Status. Und vielleicht ist es ja besser, man gewährt das den Menschen in einer virtuellen Welt und macht weniger davon in der realen Welt. Ja, klingt jetzt, aber du weißt, was ich meine, ne? Also, wie ist deine Meinung dazu? Also, was denkst du darüber? Ich kann ihm nur beipflichten. Ich habe mir gerade auch nochmal Notes gemacht, deswegen muss ich ja mal kurz nachdenken. Also, ich bin da ganz bei dir. Also, es gibt dieses Bedürfnis und ich hoffe, das ist, also vielleicht nochmal einen Schritt zurück, so ethisch, moralisch korrekten Konsum in der Breite, in allen Lebenslagen gibt es im Kapitalismus einfach nicht. Ne? Das ist unmöglich. Das wird keiner von uns individuell gestemmt bekommen. Dazu braucht es systemische, strukturelle Änderungen in unserer Gesellschaft und vor allem in unserer Wirtschaft. Und natürlich gibt es das Potenzial, dass man genau diese Bedürfnisse und gerade auch wenn wir uns angucken, wie Generation Z und Jünger eben nicht mehr zwischen Online und Offline differenzieren und wirklich ihre Ideen, also die konsumieren natürlich auch im echten Leben, ne? Aber auch ein Teil davon wird natürlich in die Virtualität übertragen. Ja. Fraglich ist natürlich, welche Balance das langfristig haben wird. Dann, davon hängt dann sehr viel ab. Und welche technologischen Strukturen wir nehmen. So, jetzt hatte ich neulich in einem Report gelesen, dass aktuell eben Serverstrukturen etc. pp., die wir fürs Internet allgemein benötigen, bereits 10% des weltweiten Energiekonsums ausmachen. So. Mhm. Das muss man jetzt überlegen, ist es das wert oder nicht? Wie auch immer, grundsätzlich, wenn man auf erneuerbare Energien setzen würde, wäre das ja überhaupt nicht problematisch. So. Mhm. Wenn, hypothetisch. Mhm. Ja, das ist eine große Frage unserer Zeit. Und naja, vielen Dank an viele politische Akteure dafür, dass wir da noch nicht weiter sind. Aber eine andere Geschichte dazu. Kritisch wird es natürlich, wenn du auf Proof of Work, Blockchains unterwegs bist. Das ist halt grotesker Müll. Ne? Und ich jedes Mal, wenn ich da irgendwie drumrum seiern höre, dass bald wird das ja auf Proof of Stake umgestellt, Ethereum beispielsweise, und dann wird alles gut und dieses und jenes. Reden wir drüber, wenn es soweit ist. De facto ist es noch nicht so. Und dann, wie viel Energie verbrannt wurde bei den Apecoin-Releases oder was ist dann ein Drop von Yuga Labs, das steht in keinem Verhältnis. Also da, das ist ja schlimmer als, weiß ich nicht,
die Zahlen stimmen nicht, ne? Aber wahrscheinlich 500 Fast Fashion Kollektionen von Shein, I don't know, ne? Im Eco-Impact. Und das gibt's, kann man schlecht beschönigen. Solange das noch eine Rolle spielt, ist es sogar so, irgendwie hatte das mal jemand aus meinem Netzwerk, ist natürlich auch sehr emotional aufgeladen, als Doomsday-Maschine, ne? Dieser Konsum über Ethereum oder Proof of Work, Blockchains ist einfach so brutal, ne? Das ist jeder Kauf bringt uns radikal näher an den Weltuntergang. Ja? Also ob das jetzt vielleicht ein bisschen, wahrscheinlich ist es ein bisschen übertrieben, aber wenn man sich davon lösen kann und wirklich auf, sagen wir, vergleichsweise normale digitale Infrastrukturen, ne, die in einem Energieverhältnis stehen, das nicht pumped ist und bis nach oben ohne Ende skaliert, dann glaube ich schon, dass es eine Chance gibt, dass man vor allem die Umwelt nicht mehr so stark belastet durch Konsum und eben, es geht ja nicht nur um Energie dabei, auch um Schadstoffe, Mikroplastik etc. pp. Und die klammert man auf rein virtuelle Ebene natürlich deutlich stärker aus. Ja. Es gibt natürlich auch Elektroschrott, ne? Also das darf man nicht vergessen. Ja, also da ist tatsächlich aber auch noch so ein Punkt, da macht man als Mensch, glaube ich, immer den Fehler, dass man, wenn man sich eine Entwicklung anguckt, die unter den Voraussetzungen anderer Dinge natürlich anschaut, aber nicht berücksichtigt, dass sich die auch weiterentwickeln. Ne? Also das ist, also ich glaube schon, dass das Thema Rechnerkapazität wird wahrscheinlich in den nächsten 10 Jahren noch mal weiter explodieren und wahrscheinlich gibt es auch dann Verfahren in 10 Jahren, die eine hohe Performance gewährleisten und aber sehr wenig Energieverbrauch an den Tag legen. Ja. Aber das weiß man natürlich nicht. Ne? Das weiß man nicht. Was ich aber interessant finde, das hast du eben nämlich auch angesprochen, ist, dass man in diesem Bereich Metaverse und alle Subbegriffe, die damit rumschwirren, wie NFTs, Krypto und so weiter, dass da immer so sehr, also das, faszinierend, dass da, das wird immer so prognostiziert und mit einer Gewissheit, das finde ich faszinierend. Und dann wird gesagt, naja, es gab das World Wide Web und dann gab es das Web 2.0 und dann gibt es jetzt Web 3 und das Metaverse oder das kommt dann jetzt. Und dann denke ich mir so, naja, aber die anderen Begriffe wurden ja rückblickend sozusagen geprägt. Ne? Also es ist ja keiner, der hergegangen und hat gesagt, so, wir machen jetzt Web 2.0 und da wird es Blogs geben und da wird es Social Media geben. Das ist ja alles so gewachsen und entstanden und ja, also das ist was, kannst du auch noch mal kurz was zu sagen, was ich immer manchmal so ein bisschen mit einem Schmunzeln beobachte. Ne? Ja, total. Ich glaube, da muss man einfach sich auch ganz klar, also ich verstehe, dass es diesen Wunsch nach Vergleichbarkeit gibt, ne? Auch wirtschaftlicher Vergleichbarkeit und natürlich für InvestorInnen das Bedürfnis, ja okay, guck mal, das ist ein Wachstumsmarkt, ne? Das sagt hier Gartner, das sagt Bloomberg, aber schon da fängt es ja an, irgendwie die einen reden davon, dass wir bei Metaverse über eine Trillion-Dollar-Opportunity reden, bei anderen geht es um 400 Billion. Was ist jetzt die Wahrheit? Ja, das ist halt am Ende einfach nur relativ dumpfe Kaffeesatzleserei, die dann an ein paar Parametern festgemacht wird. Und manchmal auch, lass es auch gern elaboriert, ich will jetzt nicht eine ganze Branche im Grund und Boden reden, manchmal auch versucht wird, elaboriert mathematisch herzuleiten. Aber es ändert nichts daran, dass es einfach sehr viele Unwägbarkeiten gibt. Ja, also nehmen wir einfach VR als Wachstumsmarkt. Hätte Meta nicht diese strategische Ausrichtung, auch nicht erst seit gestern, das auch Leuten immer gern mitgeben, die gern sagen, so, die wollen ja nur von ihren Social-Media-Defiziten ablenken. Nein, Meta hat Oculus 2014 gekauft, da steckt schon mehr hinter als eine kurzfristige Aktion. So, wenn wir uns das angucken, hätte ein Meta nicht eine solche Agenda, dann wäre dieser Markt tot. Ja, also wäre nicht viel. So, das ist ein bisschen, was Sony da macht oder Valve und ja, gut, Pico, jetzt kommen chinesische Akteure mit auf den Markt. So, solche Sachen kann man schwer bis gar nicht vorhersehen. So, und daher bin ich da ähnlich wie du. Also wenn ich diese prophetischen Wandmalereien von etlichen Trillionen, Billionen, whatever, Dollars sehe, dann denke ich oft so, ja, genau. Ich benutze diese Daten auch, ja, muss ich ganz ehrlich sagen, weil sie mir natürlich argumentativ Futter liefern können in bestimmten Situationen. Aber ich finde, man sollte all das sehr mit Vorsicht genießen und sich eben auch klar machen. Das ist eine Prediction, ja, die vielleicht eintritt, vielleicht auch nicht. Ja. Darf ich das so sagen als Profi in dieser Branche? Absolut. Ich finde, das ist am Ende ja immer seriös, wenn man sich hinstellt und auch sagt, hey, keiner weiß es. Da kommen neue Entwicklungen mit ins Spiel, die können den Spielball mal komplett um die eigene Achse drehen und Es gibt natürlich Wahrscheinlichkeiten, ne? Wenn du mit einer gewissen Wissen, Expertise da unterstellst, okay, das sind Erfahrungswerte, die wir haben, Kommunikation wird sich
verändern über diese Technologien. Und darauf kann man wetten, ne, auf sehr gezielte Sachen. Aber diese holistischen, das ist jetzt dieses und jenes. We'll see. Ja. Ja, spannend. Genau, das ist vorhin ja auch schon, wir hatten vorhin über das Thema Roblox gesprochen und ich habe auch immer gedacht, Mensch, das Thema Gaming ist meiner Meinung nach ein großer Bereich, der sowohl Technologie eigentlich seit Jahren, also auch Softwareentwicklung, Engines pusht, aber sicherlich auch die Hardware im VR-Bereich pushen wird. Das ist ein Riesenmarkt, das wissen wir alle. Ich komme jetzt zu einem Punkt, wo ich auch sehe, dass da, glaube ich, mehr Musik ins Spiel kommen wird. Und das ist das Thema kommerzielle Nutzung für Firmen. Also ob man jetzt auf irgendeine Plattform geht als Firma, Decentraland, Sandbox oder sonst was, das meine ich jetzt erstmal gar nicht, sondern ich gucke eher auf das Thema Spatial Web und Möglichkeiten von 3D-Darstellungen im Web, die es heute ja schon wirklich auf guter Ebene gibt. Und da sehe ich Riesenpotenzial für Firmen, um Sales zu machen, um die Produkte in virtuellen Showrooms zu präsentieren. Und dazu würde ich einfach gerne mal deine Meinung hören, wie du das siehst, ob du das Potenzial ähnlich hoch einschätzt, wie du gerade die aktuelle Entwicklung in dem Bereich wahrnimmst, die Nachfrage, genau. Das kann ich nur voll unterschreiben, mal wieder. Es ist natürlich so, da gibt es dann auch realweltliche belastbare Parameter für, dass eben zum Beispiel Conversion realer Produkte über Snapchat-Filter zum Beispiel, ne, wirklich sehr, sehr viel besser funktioniert. Auch von Shopify gab es eine Studie, dass Augmented Reality Enhanced Webseiten, also wo ich mir die Produkte wie ein Peloton-Trainer oder sowas in den Raum projizieren kann, um so schon mal zu sehen, wie wirkt das hier in meinem Raum? Habe ich überhaupt den Platz für ein Peloton? Bei mir war die Antwort nein. So, das klappt gerade nicht. Also eigentlich nicht der Effekt, den die sich da eigentlich wünschen, aber immerhin eine ehrliche Anwendung. Das funktioniert sehr gut. Ne? Ich glaube, bei den Augmented Reality Enhanced Seiten war es irgendwie 40% der NutzerInnen bevorzugen diese Experience, so, weil einfach es die Produkte anfassbarer macht. Und das darf man nicht vergessen, wir sind dreidimensionale haptische Lebewesen und auf irgendwelche vierdimensionalen Quader oder Rechtecke zu gucken und Produkte zu erschließen, ist bestenfalls, ja, ist halt so, ne? Das ist aber nicht der Idealzustand, um räumliche Produkte zu erleben. Und da steckt natürlich unfassbar viel Potenzial drin, auch jetzt schon. Und das wird ja auch schon getappt. IKEA, ne, mit der App, die IKEA Place oder wie sie heißt, jetzt inzwischen sogar so weit ist, dass sie deine eigentliche, also du kannst nicht nur neue Elemente in den oder Produkte in den Raum projizieren, sondern die Computer Vision Algorithmen verbessern sich ja nach wie vor so krass, dass sie jetzt inzwischen sogar erkennen, sind deine aktuellen Möbel, die rechne ich dir raus und dann siehst du wirklich, wie die neue Couch da aussieht. Du musst nicht noch irgendwas Echtes rumrücken. Habe ich gesehen, fand ich sehr cool, ja. Und wenn wir da unterwegs sind und das Ganze natürlich auch noch in weitere Richtung, auch rein digitale Produkte denken, die auch, warum sollte ein IKEA nicht auch Möbel im Metaverse verkaufen? Ja? Ich hoffe, das spricht man so aus, LOWE in den USA, die machen das jetzt. Ne? Also die fangen an, ihre Produktlines Metaverse ready zu machen. So, weil das natürlich auch ein Revenue Stream ist. Und es ist natürlich noch sehr diffus, es gibt sehr viele unterschiedliche Plattformen, aber da sind wir wieder bei diesem Punkt der Spatial Strategy. Wenn ich diese Assets habe, wenn ich dreidimensional denke, arbeite, meine Daten, meine CI, alles darauf vorbereite, dann ist die Plattform am Ende, natürlich wird man immer Anpassungen vornehmen müssen, ne? Aber ich kann switchen, ich bin handlungsfähig. So, und das kann man nutzen und das wird immer relevanter werden, da bin ich überzeugt. Nicht nur im rein virtuellen Sinne, sondern auch für den Abverkauf realer Produkte und auch Dienstleistungen, glaube ich auch. Ja, das ist spannend auf jeden Fall. Da sind ja auch, also aktuell ist es ja so, dass man im Bereich der Echtzeit-Renderings, also im AR- und VR-Bereich ist es ähnlich, sehr viel Aufwand betreiben muss, um 3D-Daten eben Echtzeit ready zu machen, sprich Polygonreduktion, Draw Counts und so klassische Baking-Geschichten, die man da halt macht und die ja auch richtig aufwendig sein können. Und wenn man sich dann anschaut, was jetzt Unreal 5 vorgestellt hat,
oder was bei Unreal 5 in der Engine so also gezeigt wurde, Nanite und Blumen, dann ja. fragt man sich, okay, muss man diesen Aufwand in Zukunft überhaupt noch betreiben, ne? Oder kann man die 3D-Daten aus 3DS Max mehr oder weniger on the fly direkt da reinladen? Das wird spannend sein, ja. Und so wirklich virtuelle Verkaufsräume, ich bin der Meinung, ich habe mal einen Vortrag aufgezeichneten Vortrag von dir dazu gesehen. Wie siehst du das? Also mein Eindruck ist, da ist gerade sehr viel Nachfrage. Oder ist das auch eher ein Hype, also 3D-Showrooms? Ich glaube, das hängt stark an den Produkten, die verkauft werden sollen. Und es gibt diese Nachfragen und es gibt, ich glaube auch, dass man damit aktuell gut Geld verdienen kann. Für mich ist es oft ein bisschen, also viele, no front, aber viele Ansätze sind ziemlich uninspiriert. Ja, also wenn ich eine H&M-Filiale nachbaue in übergroß, wo ist der Mehrwert? Ja, oder es gab diesen ganz furchtbaren Case von Walmart, der ist einmal auch aus dem Kontext gerissen. Das war eine Demo von 2014, das dann irgendwie durch alle Feeds ging. Metaverse-Shopping, so stellt sich Walmart das vor. Naja, gut, das war irgendwie ein mehr oder minder lustige Case-Study, wo man dann einfach durch den Walmart lief und dann da auch irgendwelche Drohnen und sonst was, ich weiß nicht, ob du das Video gesehen hast, rumflogen. Das ist natürlich maximal uninspiriert. Ich nenne das Ganze immer irgendwie physikalischen Skeuomorphismus, ja, also das Abbilden der Realität, wo es eigentlich nicht notwendig wäre. Warum soll ich lange Wege, nehmen wir eine Shopping-Mall, warum soll ich die komplett nachbauen, damit ich mit meinem Avatar da durchstratzen kann? Das sind halt so Sachen, wo ich aktuell sage, okay, ja, dieser Trend ist da und ich glaube auch, dass man damit Erfolge haben kann. Und je nachdem, wie man bestimmte Produkte inszeniert, ist es schön, aber für mich müsste es jetzt langsam schon einen Schritt weitergehen, dass man sich löst von den Parametern, die die physische Welt hat. Ja, also muss ich ein Autoschauhaus nachbauen? Also Journey macht das ja gerade ganz anders mit psychedelischen Welten und dann schwebt der BMW i3 oder X, whatever, ich kenne mich mit Autos nicht aus, schwebt dann in so synapsenmäßig in so einem Gehirn vollkommen abgedreht. Das ist natürlich ein anderes Extrem, ne? Aber ja. Da muss man auf so vielen Ebenen, glaube ich, noch erforschen. Aber das ist das Schöne. Ja? Wir leben in sehr dynamischen Zeiten, usability-technisch, präsentationstechnisch, passiert einfach so unfassbar viel. Ja, prima. Dann sind wir so gut wie am Ende. Aber vielleicht einen letzten Punkt, der interessiert mich ganz persönlich. Also wie kann man, weil das ist was ich oft jetzt an dem Bereich sehe, im AR-Bereich, im VR-Bereich, beim Thema Virtual Showroom oder anderen Geschichten, dass es durchaus großes Potenzial für Firmen gibt und da glaube ich auch fest dran, aber dass halt viele Unternehmen, gerade so Unternehmen, wo ich unterwegs bin, also in den Branchen, halt sehr viel Industrie, B2B-Kontext, da sind halt sehr hohe Hürden. Ne? Ja, klar. Vielleicht ganz schnell, was meinst du, wie kann man denen da so ein bisschen die Angst nehmen, die ersten Schritte zu gehen? Ja, ich glaube, ein grundlegender Schlüssel, egal, also am Ende ist es ja auch viel, natürlich Unternehmen haben bestimmte Strukturen, Guidelines, Compliance-Regeln, aber oft ist es ja auch eine Ebene, ein Dialog auf menschlicher, zwischenmenschlicher Ebene. Und da erstmal klar Skepsis nehmen, das ist so ein Ding, die Themen anfassbar machen, sie erlebbar machen, also egal ob Augmented Reality oder Virtual Reality oder Metaverse oder NFTs, einfach mal da so durchzuführen, anfassbar machen und dann ganz klar die Mehrwerte darzulegen und darzustellen. Dabei aber diesen Skepsis nicht komplett zu vernachlässigen. Es gibt natürlich berechtigte Fragen. Gerade in Deutschland haben wir dann eben auch Themen Datensicherheit. Ja, das ist, du wirst wahrscheinlich in deutschen Konzernen nicht mit relevanten Inhalten, inhaltsmäßig intern, die werden nie auf Decentraland agieren, ja, oder anderen US-Plattformen, Horizon Workrooms, weil es geht nicht. Ja. Ja. Oder auch die internen Infrastrukturen zu schaffen. So, also einfach Antworten auf diese Challenges, die auch valide sind, zu haben. Das ist, glaube ich, sehr, sehr wichtig. Und ich glaube, der Schlüssel zu all dem ist ein transparenter Dialog auf, klingt jetzt ausgelutscht, aber auf Augenhöhe, ja, dass man darüber offen und ehrlich redet. Ja. Und so kann man Lösungen finden. Darum sollte es am Ende immer gehen. Ja, prima. Das ist doch eigentlich ein gutes Schlusswort. Wir sind bei 58 Minuten. Ich möchte, dass du dein Meeting schaffst. Ich freue mich, dass das hier heute Stunden weitermachen. Ja, ich auch auf jeden Fall. Ich hätte auch noch ein paar Fragen, aber das ist jetzt auch völlig, völlig gut. Wir machen das einfach nochmal. Wir machen das nochmal. Ich freue mich, dass das heute geklappt hat. Ich mich auch. Simon, ich wünsche dir persönlich und mit deiner Firma weiterhin viel Erfolg. Ich glaube, du bist auf einem sehr, sehr guten Weg und wir bleiben connected und ich freue mich schon auf das nächste Gespräch. Vielen Dank. Ich mich auch. Dir ist immer ein schönes Wochenende.